Hallo zusammen, wir befinden uns in einem verlassenen Schwimmbad, sogenannte Coca-Cola-Schwimmbad. Dieses Schwimmbad ist schon recht lange geschlossen. Keiner weiß so wirklich, was passieren soll. Es soll einerseits abgerissen werden, natürlich andererseits will keiner die Kosten dafür übernehmen. Der schwarze Peter wird hier von einem zum anderen weiter zugeschoben und im Endeffekt tut sich hier gar nichts außer Vandalismus. Wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen hier durch und gucken uns ein wenig um, weil eins muss es ein recht schönes Schwimmbad gewesen sein. Bierpool, konnte man früher durchschwimmen. Dann gab es die Wasserrutsche. Turm nach oben. Das Schwimmbad ist recht bekannt in der Szene, es ist also jetzt nichts Unbekanntes oder sonst dergleichen. Ich habe schon öfters hier vorgestanden, ich fand es eigentlich nie wirklich interessant, aber ich dachte mir, vielleicht wollte ich das doch mal so sehen und ja, so als Video zwischendurch ist es auf jeden Fall was. Hier stand früher die ganze Technik drinne. Die Chloranlage und dergleichen, die Pumpen, die Auflagen, was dieses Abrissunternehmen bekommen hat, war, dass hier alles umgehend entfernt werden muss. Daraufhin wurden dann die Wände aufgebrochen und alles rausgeholt. Meine Informationen, die ich dazu habe, habe ich gerade von einem älteren Herrn bekommen, mit dem wir uns gerade unterhalten haben, der ursprünglich im Stadtrat dieser Stadt hier gearbeitet hat. Und ja, er ist immer noch sehr erbost darüber, dass sich hier im wahrsten Sinne des Wortes nichts tut, außer Kinder, die hier regelmäßig drin sind, ja, mehr oder weniger randalieren. Da drüben läuft der Chris. Was haben wir denn hier? Ein schönes Tauchbecken. Ja, die Malereien an den Wänden sind teilweise nicht schlecht. Hier war ursprünglich ein Durchgang, ging es nach draußen, so ein Saunabereich, so eine Holzblockhütten standen da. Und hier ist das Tauchbecken, wo man sich nach dem Saunagang dann abkühlen konnte. Hier hat man irgendwas aufgebaut und zugemauert. Fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung, was hier drin war. Aber vom Grundriss her würde ich sagen, dass hier auch irgendwie Dampfbad oder Sauna drin gewesen sein muss. Das mit den Blockhütten weiß ich halt, weil ich damals selbst dort mal gewesen bin, als die noch standen. Ja. Ansonsten gibt es hier Toiletten. Die ganzen Malereien sind nicht schlecht, die sind hübsch gemacht. Es gab hier auch einen Gastrobereich. Duschen. Tja. Toiletten. Auch Duschen. Steht sogar noch ein, ich würde sagen, alter Nass-Trockensauger. War am hinteren Teil wieder aus, wo der ursprüngliche Eingang gewesen ist. Hier stehen auch noch die Durchschranken, diese Durchgänge, diese Schranken. Behindertentoiletten. Wie gesagt, es gab hier auch einen Gastrobereich. Fire Station. Viel ist hier nicht mehr zu sehen. Die Zeiten sind vorbei. Draußen sitzen die Leute und trinken Kaffee. Das ist der andere Außenbereich. So, hier gibt es auch noch Wandmalereien. Eigentlich schade drum, es sieht nicht recht aus.
Dach ist überall undicht. Es bildet sich Moos. Es tropft überall rein. Ladies and Gentlemen. Das war hier der Gastrobereich. Konnte man sich was zu essen holen. Gemütlich sitzen. Ganz schön siffig hier gewesen. Naja, wer macht auch schon mal unter einer Fritteuse sauber, ne? Die wenigsten. Was haben wir hier? Elektrische Einrichtung. Und den Kühlraum für die Lebensmittel. Auch eine doofe Form. So winkelig. Unnütz eigentlich. Da hat's gerumst. Auch ein Lagerraum. Oh, hier stinkt's. Es stinkt. Es stinkt und stinkt und stinkt. Stehen noch Tische aus dem Gastrobereich, die Müllcontainer. Aber so riecht das hier auch, als wenn die noch voll wären. Ekelhaft. So. Keine Angst. Ich speise nicht. Tjo. Viel zu sehen gibt es hier leider nicht. Aber ein verlassenes Schwimmbad ist ja eher selten bei meinen Videos. Ah, Toiletten. Gentlemen's. Ladies and Gentlemen's. Damen und Herren. Klo. Tjo. Tjo, 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 tjo. Rums. Die Tür ist wieder zu. Es ist eigentlich schade drum. Werden mit Sicherheit viele, viele Kinder Spaß gehabt haben. Behindertendusche. Hm? Was? Ja, ist doch okay. Ja, das war meine Tür. Das war die, was ich zugemacht hatte. Die hat einmal gerumst. Diebstahlgefahr. Bitte lassen Sie keine Wertsachen in den Schließfächern. Ja, das war hier der Bereich, wo die Spinde standen. Wickel. Hier hängt sogar noch so ein alter Föhn für die Haare zu föhnen. Nee, Quatsch. Leute, das ist für die Hände. Ich habe gedacht, das wäre so ein Föhn für die Haare, aber dafür hängt er ja auch viel zu niedrig. Ja. Aber die kennst du auch noch, diese Haartrockner, ne? Da hängt so einer, da. Da hängt so einer. So einen meinte ich. Leute, ist ja schon fast peinlich. Aber seht ihr, ist ja von der Bauart her ist ja nicht anders. Es ist dann halt verstellbar für die Haare zum Trocknen. Hier gab es sogar schon normale Föhns. Boah, ist der siffig. Ja. Hm. Schade drum. Wirklich schade drum. Ja, wir sind dann jetzt auch eigentlich durch. Nackt hier überall. Ah, das war so ein Dampfbad. Ja, vielleicht hat euch dieses kleine Video von diesem verlassenen Schwimmbad ja trotzdem gefallen.
Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder raus. Chris und ich, wir fahren heute noch ein bisschen weiter. Wir wollen auch noch ein paar andere Sachen gucken. Und vielleicht haben wir da ja auch Glück, dass das auch klappt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir haben heute Samstag. Ich muss mal gucken. Ich denke mal, das werde ich als Freitagsvideo dann auch raushauen. Dann wird sich auch dieser schönes Wochenende-Gruß auch rentieren. Ja, da liegt man noch ein Sprungbrett, würde ich sagen. Sieht zumindest da noch raus. Obwohl ich nicht glaube. Nee, Sprungbrett war hier nicht. Aber was ist das denn? Da ist irgendeine Markierung drin. Ne? War kein Sprungbrett. Egal, ich bin jetzt wieder weg. Ich sag mal bis zum nächsten Video. Tschüssi.